Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen kleinen Video von dem Tag der Elektromobilität in Kleinmachnow. Ja, bei wunderschönstem Wetter sind heute auch zahlreiche Chaoten, ich meine Exoten der Elektromobilität anwesend gewesen. Unter anderem war dort das E-Rocket Motorrad mit Tretantrieb zur Steuerung der Motorleistung. Sprich, also durch das Treten in die Pedale wurde die Energie für den Motor freigegeben. Also anstelle eines Gasgriffes, wie er normalerweise verwendet wird. Auch dabei war natürlich der Liebling aller Frauen der Fiat E500. Und der Newcomer des Jahres, der Audi e-tron, durfte natürlich auch nicht fehlen. Genauso wenig fehlen durften der VW Golf City Stromer, der Citroën C1, der Citroën Saxo Electric, die Renault Zoe oder aber auch der BMW i3. Jetzt wird es richtig exotisch. Der Sing City, ein Kleinwagen aus Norwegen, der von einem Natrium-Nickel-Chlorid-Akku, auch Zebra-Akku genannt, angetrieben wird, der bei einer Temperatur von 270 Grad bei Laune gehalten werden will. Beim Twike hingegen handelt es sich um eine Art Hybriden. Als zweisitziges, dreirädriges Leicht-Elektromobil für zwei Personen konstruiert, war er nach dem City L das meistverkaufte Elektroauto in Europa, bis er 2013 vom Renault Zoe überholt wurde. Angetrieben wird der Twike von einem 5 kW Elektromotor und einem optionalen Pedalantrieb für eine längere Reichweite. In dieser Kombination erreicht der Twike eine Höchstgeschwindigkeit von 85 Stundenkilometer. Wo wir gerade bei den Hybriden sind, die waren auch zahlreich vertreten. So gab es einen ganz großen, den Mercedes Citaro Hybrid, einem Linienbus mit Hybridantrieb. Auch Toyota stellte seine Hybriden vor, ebenso wie Mitsubishi. Daneben präsentierten Toyota und Hyundai ihre Wasserstoffautos. Natürlich waren auch Tesla Model 3, Model S, Model X und ein Tesla Roadster mit dabei. Ebenso wie Hyundai mit Kona und Ioniq.
Auch konnte der Nissan Leaf 2 bewundert werden, genauso wie die Hybridmodelle von Porsche. Elektrische Mercedes B-Klasse war ebenfalls zu bewundern und die war sogar zu verkaufen. Neben intelligenten Energielösungen, Ladeinfrastrukturanbietern, lokale Agenda 21 Kleinmachno gab es auch noch einen Hochzeitspianisten und eine Ferienapartmentvermietung. Und zum Schluss gab es dann tatsächlich das hier noch. Ich finde es total interessant, wie YouTuber, die für Elektromobilität stehen, einem tuckernden Dieseltrecker hinterher gucken mit ihrer Kamera und sich gegenseitig dabei filmen. Das ist absolut cool. Ich finde es total cool. Okay. Kann man sich drüber streiten, ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben. So, das Sven will ja nur in meinem Video auftauchen. Nee. Na gut, mal kurz noch. Wir machen jetzt einen Schnitt aus dieser Sequenz und machen dann ein Dreierbild draus, weil wir alle quatschen wir doofes Zeug zu demselben Thema. Ja, super. Weißt du, YouTuber filmt YouTuber, das ist super beliebt, genau. Deshalb lassen wir das an der Stelle auch. Schade.